Ja, ich wurde jetzt in letzter Zeit gefragt, ob ich nicht ein Video machen kann über Steine, Heilsteine allgemein. Das braucht leider noch ein bisschen Zeit. Ich kann meine Steine noch gar nicht richtig zuordnen, alle. Gewissermaßen die wichtigen weiß ich, zum Beispiel Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst, das war's dann aber auch schon wieder. Ein paar kenne ich vom Namen, aber die Steine, wo ich habe, die stelle ich dann auch natürlich vor. Kann ich noch nicht so direkt zuordnen. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, wie reinige ich meine Steine, wie lade ich sie auf? Und zwar, Steine reinigen habe ich persönlich mir ausgedacht, ein Kräuterbad zum Reinigen mit ein paar verschiedenen Kräutern, die eben halt für was Neues stehen oder für positive Energie. Das habe ich mit einem Ritual verbunden, und zwar habe ich die Kräuter angerührt, angemischt halt in der Schale. Und dann den jeweiligen Stein immer reingelegt und drin ein bisschen gewälzt. Ja, als würde ich jetzt ein Schnitzel panieren. Und dann habe ich immer für jeden Stein, den ich so da paniert habe, ein Sprüchlein gesagt. Ja, bitte entzieht dem Stein die negative Energie, und habe es dann damit verbunden, positive Energie wieder draufzuladen. Also habe ich dann auch noch gesagt, das kann man ja freigestalten. Ja, lasst positive Energie wieder auf den Stein leiten. Und das habe ich bei jedem Stein gemacht, und dann war die Geschichte beendet. So, und dann kann man jetzt noch, auch was klassisch ist, einen Stein aufladen, im Vollmondlicht liegen lassen. Ich würde sagen, das ist auch noch mit einer Reinigung verbunden. Ja. Aber auf alle Fälle aufladen. Bei Vollmondlicht kennt man ja auch von den anderen Hexenwerkzeugen, kann man da aufladen. Und wenn man es mit eigener Energie auflädt, kann man darüber noch zusätzlich meditieren oder das extra machen, dass man die Sachen in die Hand nimmt und die Energie reinfließen lässt. Ja, und wie kann ich die Steine noch reinigen? Und zwar in dem Salzbad. Dann legt man die Steine in Salzbad rein. Oder eben halt unter fließendem Wasser. Ja. Ich würde fast noch unter fließendem Wasser bevorzugen, weil ich weiß jetzt auch nicht genau, inwiefern vielleicht das Salz die Steine angreift. Ja. Gut, das waren so meine zwei, drei Worte zu dieser Geschichte. Wie gesagt, die Steine extra nochmal beschrieben, gezeigt und so weiter. Ja, das dauert jetzt noch in gewisser Maße. Aber man kann sich eben halt selber auch irgendwas überlegen, wie man die Steine reinigt oder auflädt, so wie ich das gemacht habe, in einem eben halt mit einem Kräuterbad. Sonne könnte auch noch reinigend sein. In dem Hinblick, wenn ich jetzt sage, die Sonne brennt drauf, die verbrennt die negative Energie so gesehen. Dann würde ich eher sagen, die Sonne reinigt und der Mond lädt auf. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Bis dann.